Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial für euch. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr jetzt für den Übergang, für den Herbst aus Jersey ein sehr schönes kleines Mini-Kleidchen nähen könnt. Ich habe mir dazu eines der neuesten Magazine von Burda besorgt. Und zwar ist das das Herbst-Winter Burda Easy. Mit anderen Worten, es wird ein einfaches kleines Kleidchen sein und nachdem ich das zugeschnitten habe, muss ich sagen, das ist auch schon noch für Ungeübte ein gutes Kleidchen, damit zu beginnen. Okay, schauen wir uns mal an, was ich hier schon zugeschnitten habe, denn der Zuschnitt ist wirklich auch simpel. Ich habe hier mein Vorderteil. Das Kleid hat eigentlich einen U-Boot-Ausschnitt auch vorne. Aber ich habe das etwas tiefer gelegt, weil ich das nicht mag, wenn das zu hoch am Hals ist. Aber das ist eine reine Veränderung von mir. Dazu muss man einen Beleg schneiden, ist aber genau in den Schnitten genauso angegeben. Und diesen Beleg habe ich bereits an der unteren Kante versäubert mit der Overlock und habe mir eine Flisseline hier schon zur Verstärkung aufgebügelt, weil wir haben ja Jersey und da ist das beim Ausschnitt immer angebracht, einen Vlies bei den Belegen aufzukleben, damit das stabil bleibt und uns nicht verzieht. Hier ist unser Rückenteil, genau das gleiche auch da. Wir brauchen einen kleinen Beleg, der so 3,5 bis 4 cm breit geschnitten wird, auch aufgebügelt und auch hier schon abgesäubert. Des Weiteren brauchen wir ein paar Ärmel. Dadurch, dass wir Taschen in die Seitennaht reinarbeiten, zwei Paar Taschenbeutel. Wir brauchen das untere Rockteil und es wird in der Taille, die etwas nach unten verschoben ist, wird noch ein Gummi eingezogen. Solltet ihr sagen, oh ja, so ein Kleidchen würde ich mir gerne nähen, aber ich will jetzt nicht unbedingt für 7 Euro ein Magazin dafür kaufen, dann möchte ich euch den Tipp geben, wenn ihr vielleicht von einem T-Shirt einen guten Schnitt für euch habt, könnt ihr entweder gleich komplett die Länge für ein Kleid anstellen und dann nur einen Tunnel unternähen, wo ihr den Gummi einzieht, oder ihr entscheidet euch, wo ihr auf welcher Höhe ihr den Gummi haben möchtet, genau in der Taille oder auch etwas vertieft und schneidet euch in einem recht einfachen rechteckigen zwei Teile für den Rock noch dazu. Weil genau so hat das Burda hier auch gemacht. Die haben zwei Teile angegeben, jedes Teil 60 cm breit bei einer Größe 40 ungefähr und die Länge mit 44,5 angegeben. Aber das kann man variieren. Falls ihr den Rock ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer haben wollt, das müsstet ihr halt nachmessen. Aber ansonsten ist das wirklich einfach und simpel und ihr könnt auch im Vorhinein dann schon, wenn ihr es zugeschnitten habt, wenn ihr das macht, den unteren Saum schon mit der Overlock versäubern und das gleiche auch beim Ärmel schon machen. Ansonsten ist das alles, was ihr dafür braucht und es ist wirklich einfach zu nähen und deshalb machen wir das jetzt gemeinsam. Wir beginnen zuerst die Belege zu verarbeiten. Das heißt, ihr nehmt entweder zuerst den Rücken oder auch erst das Vorderteil, das ist egal. Nehmt den passenden Beleg dazu und näht jetzt in der Breite, wie ihr eure Naht angeschnitten habt. Denn ihr wisst ja, bei Burda sind die Nähte nie zugegeben. Alle Linien, alle Schnittlinien sind ohne Nahtzugabe. Und ich habe mir für hier oben nur 5-6 mm angeschnitten, weil ich möchte das nicht verschneiden anschließend, deshalb habe ich das so gemacht. Habe mir auf der Mitte, die im Bruch lag, schon einen Knips gemacht und das gleiche bei dem Beleg. Die lege ich jetzt gleich schon zusammen, lege mir das schön in die Rundung und wenn ihr andere Videos von mir schon gesehen habt, dann wisst ihr, ich versuche nicht, diese Naht auszuziehen oder gerade zu ziehen. Ich lasse diese Rundung so liegen, wie sie geschnitten ist, wie sie liegen möchte und drehe das Teil in der Form in die Maschine rein und achte gleichzeitig auf meinen nächsten
Punkt, sprich hier bei dem genau in der Mitte, damit ich diese beiden Knipse aufeinander bekomme. Das gleiche mache ich hier. Hier ist es ja ziemlich gerade. Da nehme ich erstmal ein Stückchen weiter. Jetzt kann ich das hier schon auf das Ende legen. Kante an Kante. Und steppe das genau oder nähe das genau meine 5-6 mm zusammen, die ich angeschnitten habe. Jetzt nehme ich genau das gleiche Teil nochmal in die Hand und steppe jetzt auf dem Beleg einen Millimeter über. Das macht es mir schöner, das Teil zu bügeln, und es bleibt später auch schöner liegen, wenn ich das Teil trage oder wenn es gewaschen wurde. Das heißt, ich wiederhole nochmal, hier liegt die Naht zum Beleg hin und genau da steppe ich jetzt auf dem Beleg quasi unten drunter die Naht fest. Genau das gleiche machen wir jetzt mit dem Vorderteil, das ich ja wie gesagt habe hier etwas tiefer ausgeschnitten habe. Ich wollte nicht so ein flaches U-Boot haben, wie die Burda das so vorgeschlagen hat. Und auch hier fange ich mit meiner Nahtzugabe an, das so zusammenzunähen. Wie gesagt, ich habe nur 5-6 mm angeschnitten. Das kommt auch bei so einem Ausschnitt nicht so auf einen Millimeter drauf an. Auch hier schaue ich wieder sofort nach meinen beiden Knipsen. Ihr könnt euch das natürlich liebend gerne stecken oder klammern, je nachdem, was ihr für Utensilien zu Hause habt. Und auch hier ziehe ich mir das Teil nicht gerade. Ich lasse das so in der Rundung liegen und schiebe diese Rundung unter meine Nadel und in die Maschine rein, wie das Teil liegt. Und genau das gleiche machen wir natürlich jetzt hier bei der anderen Hälfte vom Vorderteil. Und dadurch, dass ich jetzt auch nur so eine schmale Naht gemacht habe, muss ich da auch nichts einknipsen und einschneiden. Bei diesem Jersey ein bisschen nachgeben tut das sowieso. Aber jetzt auch wieder hier steppe ich wieder die Naht unten drunter knapp fest. Ein Millimeter. Naht liegt zu meinem Beleg hin. Aufpassen, dass hier nichts überrollt, dass ihr keine Falten reinbekommt. Einfach, wenn ihr wirklich immer nur Zentimeter für Zentimeter das näht, dann braucht ihr auch bei so einer Sache hier überhaupt keine Stecknadeln da erst reinstecken. Denn das legt sich jetzt schon so, wie ihr seht, ganz alleine hin. Wunderschön. Jetzt gehe ich gerade ans Bügeleisen und bügel mir das erstmal fest. Das ist mein Vorderteil jetzt. Und ihr könnt sehen, durch das Zurückgesteppte will das schon von automatisch so sich hinlegen. Da hatte ich noch nicht gebügelt gehabt. Und trotzdem liegt das schon so toll glatt da und paspilliert dann auch nicht auf der rechten Seite raus. So schön gerade liegt das jetzt schon da. Das gleiche mache ich jetzt noch bei dem Rücken. Bügel das auch von der linken Seite hier, weil dann kann ich schön sehen, dass meine Naht auf keinen Fall nach rechts rausblitzt. Mal ein bisschen Dampf drauf geben, dann bleibt es noch schöner liegen. Und da können wir schon wieder an die Nähmaschine gehen. Jetzt legt ihr euren Rücken und das Vorderteil auf die Maschine. Und bei dem Schnitt ist das angegeben, wie weit jetzt diese Schultern am Armloch quasi übereinander gelegt werden. Denn eine richtige Schulter entsteht ja hier nicht. Das ist dann alles so offen, weil das ist ja jetzt alles schon versäubert und absolut sauber. Und das liegt dann wunderschön so auf der Schulter. Und ich habe das beim Schnitt nachgemessen. Bei mir kommt das bei den fertigen Kanten,
dass diese Teile sich genau 6 cm hier überlappen. Das heißt, ich lege mir das jetzt auf diese 6 cm so hin und nähe das jetzt einfach einmal knapp aufeinander. Das gleiche muss ich, und zwar das Vorderteil kommt auf den Rücken drauf, weil es würde ja blöd aussehen, das hat diese schöne Rundung. Wenn wir jetzt den Rücken hier drauflegen würden, geht auch, aber dann wäre diese schöne Rundung weg, das hätten wir uns dann sparen können. Also messe ich nochmal jetzt, weil ich habe es jetzt gerade auseinandergenommen. 6 cm genau überlappen. Das heißt, ganz genau da muss ich hin. Ich halte mir das sehr gut und nehme es unter die Maschine. Ich muss aufpassen, dass meine Belege gut liegen, damit die nicht wegrutschen. Und hefte mir das einfach da dran an. Ihr könnt dann nochmal nachmessen, ob ihr eure 6 cm habt. Und ihr seht ja hier, das ist ja alles schon fertig versäubert durch diese Belege. Gut, dann müssen wir genau das gleiche an der anderen Seite machen. Legt euch den Rücken hin. Nehmt das Vorderteil, diese schöne Rundung. Schaut, wo sind diese 6 cm. Legt das Kanten gleich hin. Vom Beleg natürlich, das steht so ein kleines bisschen über. Diese Ecken, das wird ja nachher, wenn der Ärmel dann eingenäht ist und wir an die Overlock gehen, wird das wieder abgeschnitten. Und einfach knapp nähe ich das hier schön die Kante zusammen. So, damit ist mein ganzer Ausschnitt eigentlich schon fertig. Mein Vorderteil, mein Rücken. Jetzt muss ich an die Overlock gehen und muss die Seitennähte zusammenschließen. Wenn ihr keine Overlock habt, könnt ihr natürlich ganz genau das gleiche an der normalen Gradstichnähmaschine machen oder wenn ihr einen speziellen dehnbaren Stich habt an eurer Maschine, könnt ihr das natürlich da ganz genauso machen. Aber ich, wie gesagt, nehme jetzt zuallererst die Seitennähte mir vor, mache die an der Overlock und mache auch gleichzeitig das gleiche bei den Ärmeln. Also wechseln wir mal die Maschinen. So, ich bin jetzt an meiner Overlock und nähe jetzt die Seitennähte, die ich auch nur 5 mm breit geschnitten habe, weil ich mache das quasi wie bei einem T-Shirt. Ich will keine dicken Nähte da drin haben und ihr wisst das ja auch von, wenn ihr fertige Kleidchen so kauft aus Jersey, dass da sehr oft auch nur diese 5 mm, 6, manchmal auch 7 mm Nähte drin sind. Das kommt drauf an, die Firmen, welche Maschinen die haben. Die sind so vorgefertigt, dass die gewisse Breiten haben. Ich glaube, wenn ihr so eine kleine Babylock oder sowas habt, könnt ihr das ja, glaube ich, auch direkt einstellen. Ich kann hier an meiner Breite nicht viel einstellen. Das ist so. Nur wenn ich meine Sicherheitsnadel mit dazu gebe, dann habe ich 1 cm Naht. Okay, damit haben wir schon die beiden Seitennähte zusammen. Jetzt machen wir das gleiche bei den Ärmeln. Auch hier habe ich mir nur diese 5 mm Naht angeschnitten. Mehr möchte ich da nicht haben. Gleich schön auf Länge schauen. Und hier hatte ich mir vorhin schon bei den Ärmeln auch schon mit der Overlock hier abgependelt gehabt, weil ich noch nicht weiß, ob ich den nur einmal umschlagen will. Es ist immer schöner abzukendeln, zu versäubern, wenn das Teil noch offen ist. Dann muss man nicht so blöd um diese Rundung rumnähen. Und den zweiten Ärmel müssen wir natürlich genauso machen. Ist ja klar. Ihr könnt auch von unten anfangen zu nähen bei dem Ärmel. Wenn das so ein leichtes Material ist, ist das ziemlich egal, von welcher Seite ihr näht. Wenn man natürlich Ärmel hat, die Abnäher eventuell drin haben, im Ellenbogen, so ein Ellenbogenabnäher, dann sollte man immer auf der gleichen Seite nähen. Da nähe ich, ja,
sich entscheiden, will ich auf der Seite nähen, wo der Abnäher ist, oder will ich den lieber nach unten legen. So, unsere Seitennähte sind gemacht, die Ärmelnähte sind geschlossen, das heißt, jetzt nähen wir den Ärmel in das obere Teil ein. Ihr lasst das Teil auf der linken Seite bitte, ihr dreht es nicht rum und legt euch jetzt die Seitennaht vor euch hin, ist egal jetzt mit welcher ihr anfangt. Ich nehme jetzt gerade mal zuerst den falschen Ärmel, denn wenn ihr einen Schnitt habt, dann habt ihr, wenn es ein guter Schnitt ist, immer im Vorderteil kurz hinter der Seitennaht einen Knips angezeichnet. Und wenn ihr den Ärmel nehmt, habt ihr auch einen Knips. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Ärmel nehmen würde und würde ihn hier reinnähen wollen, dann hätte ich den falschen Ärmel genommen. Hier ist mein Vorderteil und hier ist mein Vorderteil vom Ärmel. Also lege ich den weg. Wie gesagt, ihr lasst das Teil auf der linken Seite, so wie ihr es jetzt habt, legt euch die Seitennaht so hin, nehmt den Ärmel auch die Seitennaht, lasst den Ärmel auch auf links und legt nun Seitennaht und Ärmelnaht aufeinander. Und dann seht ihr, aha, da ist ja mein Knips. Natürlich habt ihr auch auf den Schnitten Nummern draufstehen, aber dann müsst ihr ja gucken und gucken und gucken und gucken. Wenn jetzt der Stoff sehr dick ist, dann würde ich die Seitennaht nach hinten legen und die Ärmelnaht nach vorne. Aber hier jetzt bei diesem, mein Jersey ist so weich, ist fast seidig, da lege ich beide Nähte nach hinten. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum näht sie das jetzt nicht gleich an der Overlock zusammen? Warum näht sie das an der Nähmaschine zusammen? Der Grund ist ganz einfach, dass bei der Overlock Rundungen nicht so gut machbar sind. Oder man muss das Teil immer gerade ziehen und das mag ich nicht. Deshalb nähe ich jetzt meinen Ärmel hier beginnend unter dem Arm, also auf der Seitennaht bzw. der Unterarmnaht. Da beginne ich diese 5 mm Naht, weil ich sagte euch ja, ich habe hier nur 5 mm angeschnitten. Alles ist auf links gedreht, wie ihr seht, und euer Ärmel liegt hier so drin, als hättet ihr das gesamte Teil auf links. Aber speziell zu Ärmeln habe ich auch ein spezielles Video, Ärmel einnähen, das könnt ihr euch auch gern anschauen. Und jetzt wisst ihr ja, ich ziehe das Teil nicht gerade, nein. Ich lege mein Armloch hier so hin und lege genau meinen Knips da drauf und nähe jetzt langsam diese Rundung zu diesem Knips hin. Ich persönlich liebe es noch mehr, wenn ein Teil noch mehr Knipse hat wie dieses. Das könnt ihr euch, wenn ihr wollt, nach und nach mal aneignen, dass ihr nach diesem ersten Knips vielleicht auf 3 cm, 4 cm Höhe ins Vorderteil und auch in den Ärmel in anderen Knips reinmacht. Für Anfänger ist das auf alle Fälle geeignet. Und gerade bei diesem Teil ist jetzt nicht so wichtig. Mal angenommen, das wäre ein Wollteil, ein Mantel. Da braucht ihr mehr wie 2 Knipse, den oberen Schultern und den. Das reicht nicht. Um einen Ärmel gut reinzukriegen, braucht es mehr Knipse. Aber egal, hier haben wir nun mal nur diesen und die obere Schulternaht. Also nähe ich einfach vorsichtig weiter. Schau jetzt, hier liegen wieder meine einfach aufeinander genähten Schulterpartien. Und hier ist meine obere Schulter. Und ich habe beim Schnitt nachgeschaut, das kommt genau hier so 1,5 cm über dieses verstürzte Teil vom Vorderteil. Und auch hier, ich lasse das liegen und jetzt nehme ich dieses Teil und schiebe mir da so ein bisschen weiter rein. Man kann das nicht alles glatt ziehen, das geht nicht. Denn der braucht auch hier ein bisschen Weide. Und das kann ich mit der Overlock-Maschine nicht so gut machen. Und der Ärmel braucht jetzt auch nicht diese dehnbare Naht, so wie bei manchen anderen Nähten, die in anderen Positionen sind. Also hier nähe ich das normal mit meiner Gradstich ein. Und dann könnt ihr schon mal so hier nach dem Ende schauen, nach der Seitennaht wieder. Haltet das mal so locker hin und guckt mal, was so da noch so an
an Weite reinarbeiten müsst. Aber so könnt ihr das schon sehen. Ihr könntet zum Beispiel jetzt, wenn ihr wolltet, sagen, aha, warte mal, das liegt mir ja hier so toll da. Jetzt mache ich ganz einfach mal, ich lege mir das gerade, weil hier unten brauche ich nie Weide im Ärmel. Nie. Da mache ich mir einfach mal hier zum Beispiel ein Knipschen hin. Das könnte ich so machen. So, und jetzt weiß ich, diese Weide muss ich da reinbringen. Und bei meinem anderen Video zeige ich das, dass man da immer so ein bisschen mit, manchmal braucht man da mehr Hände, wie man eigentlich hat. So 10 Finger an einer Hand wären da manchmal ideal. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr das so langsam Stück für Stück macht und immer wieder so diese Weide da reindreht, dann kommt ihr ohne Probleme genau dahin. Und da kommen wir dem Knips schon näher. Hier müssen wir noch mehr Weide einhalten, sonst haut das nicht hin. Und hier sind wir jetzt ganz gerade. Und erst dann werde ich das anschließend an der Oberlock abkändeln. Ich brauche jetzt hier auch nicht vorn zurücknehmen. Ich nähe einfach so raus und schaue mir jetzt erstmal diesen Ärmel an, ob ich damit zufrieden bin. Leg mir den so über die Hand. Ich habe ihn immer noch auf links. Ich habe ihn noch nicht rumgezogen, weil ich ihn ja noch abkändeln will. Und schaue, ob ich keine Falten irgendwo drin habe. Und dann kann ich bei dem anderen Ärmel weitermachen. Und genau das gleiche mache ich hier. Ich nehme die linke Seite, lege mir die Seitennaht hier hin, nehme diese Seitennaht. Hier ist wieder mein Vorderteil, da brauche ich gar nicht oben gucken. Und hier ist mein Vorderteil und fange an der Seitennaht an. Fangt nicht irgendwo mitten im Ärmel an. Fangt immer an der Seitennaht an, das zu nähen. Ihr habt wahrscheinlich eine Zentimeternaht und hier unten, wie gesagt, kommt keine Weide hin. Das könnt ihr einfach so reinlaufen lassen. Und jetzt habe ich ja schon bei dem anderen Teil gesehen, da muss ich ziemlich an Weide einhalten. Also mache ich das auch sofort. Sofort schiebe ich mir im oberen Teil die Weide rein und darauf achten, dass ihr das untere nicht auszieht. Das ist ganz wichtig. Aber hier schön reinschieben. Gleich jetzt schon mal nach eurem oberen Knips schauen, dass der in die gleiche Position kommt auf der Schulter wie drüben auf der anderen Seite. Jetzt dieser Schnitt, der hat ja keine direkte Schulter. Das müsst ihr euch dann ausmessen und euch einen Knips dahin machen, wo der angezeichnet war oder wie auch immer euer Schnitt da ist, damit ihr wisst, da muss das genau hin. Und so mache ich einfach weiter mit meiner 5 mm Naht von dem Ärmel, den Ärmel einnähen. Denn wie gesagt, das kriegt ihr mit der Overlock so nicht hin. Näht euch den erst vor und dann geht ihn abkändeln. Ist viel, viel besser. Und hier kommen wir zu unserem Knips von dem Vorderteil jetzt. Seht ihr sie da? Und auch hier brauche ich nicht vorn zurücknehmen. Ich nähe einfach ein paar Stiche über meine vorhandenen Stiche drüber. So. Diese Ärmel muss ich dann gleich an der Overlock erst abkändeln, aber jetzt machen wir erst weiter mit dem Rockteil. Um bei diesem Kleid jetzt in den Rock die Taschen einzuarbeiten, die sind von Burda her so geschnitten, dass sie in diese Taillennaht mit reinkommen, also diese etwas runtergesetzte Taillennaht reinkommen. Das heißt, die nähe ich jetzt als allererstes an meine Rockteile dran. Die Taschenbeutel habe ich bereits versäubert mit der Overlock. Das kann man aber auch im Nachhinein machen. Aber ich habe das jetzt vorher gemacht, weil man dann schöner rankommt. So, es ist jetzt egal, welchen ihr zuerst annäht. Ihr müsst halt nur wissen, was ist oben bei euch, was ist unten. Und ihr legt den genau oben an, so wie es der Zuschnitt auch vorsieht.
und näht das nun den gesamten Taschenbeutel einmal locker an. Das ist ja eine gerade Naht. Und dadurch, dass die Naht noch nicht mit der Overlock abgekämpft ist, mache ich das hier gleich in einem mit durch. Und das gleiche mache ich jetzt an dieser Seite, da fange ich aber auch oben an, weil sonst hätte ich mir alles stecken müssen. So lege ich alles schön kantig hin. Jetzt habe ich meinen Taschenbeutel unten liegen im Moment und ich versäubere gleich noch von dem Rockteil diese Kante. Dadurch, dass ich zwei Taschen habe, habe zwei Seitennähte und vier Taschenbeutel, muss ich das gleiche natürlich auch an dieser Seite machen. Auch wieder nähe ich so, dass ich von oben her beim Taschenbeutel anfange. Säubere das bis unten durch und hier die Gegenseite seht ihr ja, da brauche ich den letzten Taschenbeutel, den ich noch habe, und auch hier fange ich oben an. Alle Kanten gleich legen. Den Taschenbeutel schön glatt hinlegen. Und die Maschine das einfach von sich aus reinholen lassen. Und das ist schon alles, was wir hier an der Safety im Moment, an der Overlock machen. Jetzt gehen wir schon wieder an die normale Nähmaschine. Jetzt nehmen wir diese Taschenbeutel, die wir gerade angenäht haben, und steppen die einmal auf dem Taschenbeutel einen Millimeter dagegen. Das heißt, die Naht liegt zum Taschenbeutel hin. Dann liegt sie auch hier unten gerade. Und nähen einfach nur einmal diese Naht fest, damit die liegen bleibt. Damit sie gar nicht mehr verrutscht. Ich brauche ja auch nicht von wegnehmen, das ist egal, das liegt flach. Das gleiche mache ich hier, wie gesagt, auf dem Taschenbeutel. Einfach einmal die Naht unten drunter zum Taschenbeutel hinlegen und knapp übersteppen. Können das auch 2 mm machen, das ist egal, weil diese Naht sieht man nachher nicht. Die ist innen in der Tasche drin. Das gleiche mache ich hier. Und den vierten und letzten Taschenbeutel auch einmal einfach so flach stecken. Jetzt nehme ich beide Rockteile, die im Moment immer noch identisch sind. Lege die rechts auf rechts aufeinander und mache jetzt hier eine kleine Naht und schließe hier unten die Naht. Und zwar diese Naht, mal sehen, ob man es hier schöner sieht von der Farbe her. Da haben wir mehr Blau, genau, hier ist ein bisschen mehr Kontrast, seht das besser. So, wir legen jetzt unsere beiden Taschenbeutelnähte, die wir hier haben, legen wir ganz genau aufeinander. Hier hatte ich einen Zentimeter angeschnitten gehabt, habe aber jetzt ja hier nur meinen Taschenbeutel 5 mm angenäht. Das heißt, ich nähe jetzt nochmal 5 mm hier daneben auf dem Rockteil eine Naht. Wie tief ihr das runter macht, das kommt darauf an, wie groß ihr die Öffnung des Taschenbeutels haben möchtet. Ich sage jetzt einfach, dadurch, dass hier oben ja noch der Tunnel hinkommt, ich gehe jetzt mal 4,5 cm nach unten, bis dahin werde ich zunähen, und hier gehe ich so 3 cm über mein Taschenbeutelende. Dann habe ich einen schönen Eingriff
hier für diese Tasche. Aber wie gesagt, jetzt erstmal ganz genau diese beiden Nähte aufeinander legen. Oben auch kantig. Und jetzt 5 mm neben der Naht zunähen bis zu eurem Punkt, den ihr markiert habt. Hier kann man schön unten drunter schauen, dass die Naht wieder aufeinander liegt. Und hier wichtig, gut vorn zurücknähen. Jetzt legt ihr euch das im weiteren Verlauf, diese Naht, den Faden schneiden wir erstmal ab, die Naht ganz genau aufeinander, zieht das gleichmäßig runter. Es muss immer noch alles stimmen hier, die Naht muss aufeinander sein. Hier ist euer Punkt, wo ihr wieder anfangen möchtet zu nähen. Jetzt schaut ihr auf Gesamtlänge, dass ihr unten auch wirklich gleich seid. Und auch hier beim Taschenbeginn, beim Eingriff gut vorn zurücknähen. Und jetzt diese Naht weiter schließen auf den Zentimeter oder der Nahtzugabe natürlich, die ihr berechnet habt. So, eigentlich ist meine Tasche schon fertig. Ich lege jetzt nur die Taschenbeutel aufeinander und nähe den Taschenbeutel einmal zu. Wie gesagt, ihr könnt das mit dem Versäubern, mit der Overlock auch anschließend machen, aber dann kommt man hier in der Ecke nicht besonders gut rein. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache das vorher. Und hier kann ich genau bis an meine Naht, die ich eben gerade gemacht habe, dran nähen. So, jetzt schauen wir uns diese erste Tasche an. Da ist unsere Tasche. Jetzt müsst ihr natürlich überlegen, in welche Richtung ihr die Tasche legt, welches Teil ihr als Vorderteil haben möchtet. Weil ich habe ja gesagt, die sind ja beide identisch und beide gleich vom Rockteil her. Denn jetzt nähen wir das hier oben an. Können wir natürlich auch machen, wenn wir die zweite Tasche gemacht haben. Aber hier seht ihr schon, die Tasche ist wunderschön, liegt da drin. Und jetzt sage ich ganz einfach, das wird mein Vorderteil. Das heißt, hier muss ich diese Tasche einmal knapp so festnähen, weil dann ist sie später hier im Rock schön gehalten. Ja, jetzt machen wir genau das gleiche auf der anderen Seite. Was hatte ich da gemessen gehabt von der Höhe? 4,5 haben wir gesagt. Mache ich mir wieder ein kleines Pünktchen auf 4,5 und hier hatte ich 3 gesagt, mache ich mir auch ein Pünktchen hin und wir machen genau das gleiche wieder. Wir legen Naht auf Naht von unserem Taschenbeutel, die wir hier haben und gehen, in meinem Fall ist das Füßchen breit neben die vorhandene Naht. Jetzt schaue ich wieder unten drunter, dass meine Nähte hier genau aufeinander liegen und nähe ganz genau bis an meine Markierung, gut vorn zurück genäht. Jetzt im weiteren Verlauf lege ich wieder locker die beiden Stoffe aufeinander, die Naht ganz genau aufeinander, lasse das so draufrollen, ziehe das Teil mir jetzt runter. Hier sehe ich ganz genau, hier liegt meine Naht aufeinander. Fange bei meiner Markierung an und schließe die Naht bis zum Saum, der später oder nachher hier unten sein wird. Jetzt schließen wir wieder den Taschenbeutel. Der Taschenbeutelnaht macht die immer ein bisschen breiter wie ein Zentimeter. Taschenbeutelnähte sind meistens, wenn ihr mal in eine fertige Jacke reinschaut, 1,5 bis 2 cm breit. Und auch hier nähe ich bis an meine Naht ran, die ich da gerade gemacht hatte. Sonst hätte ich in der Tasche da irgendwo ein Loch drin. Aber wenn ich bis an die Naht nähe, habe ich auch kein Loch. Ja, und jetzt muss ich schauen, wo habe ich hier drüben die Tasche hingelegt. Ich habe gesagt, das ist mein Vorderteil, also muss ich die jetzt auch nach da legen, damit beide Taschen logischerweise nach vorne gehen und nicht eine nach hinten dann geht.
und das hefte ich mir einfach nur an. Weil dann nehmen wir ja noch ein paar Mal jetzt drüber. Ja, damit sind eure beiden Taschen in dem Kleid schon fertig. Jetzt müssen wir das Oberteil da dran nähen. Am besten ich drehe das wieder auf links. Und jetzt müsst ihr natürlich schauen, was ist euer Vorderteil vom Ausschnitt her und was ist der Rücken. Weil das müsst ihr ja richtig hier anpassen an die Taschen. Ja. Also gucke ich mal hier nach meiner Tasche, wo die ist. Guck hier, das ist mein Vorderteil. Und sage, gut, dann muss mein Vorderteil, was hier ist, der tiefe Ausschnitt, muss hier an das Vorderteil mit den Taschen dran. Und das nähe ich jetzt einfach einen Zentimeter zusammen oder einen knappen, das ist jetzt egal, weil da passiert noch so viel jetzt wegen dem Tunnel, den wir noch reinmachen. Da fangen wir einfach an. Schaut nach eurer Mitte. Legt am besten den Rock nach unten, so dass ihr auf dem Oberteil näht, weil der Rock 2-3 cm mehr hat in der Weite wie das Oberteil. Und dann ist es immer leichter, das unten einzuhalten. Hier hatte ich mir die Mitte markiert gehabt, vordere Mitte, hintere Mitte, sodass ich 4 Anhaltspunkte habe, nämlich die Seitennähte und vordere und hintere Mitte. Und da kann man eigentlich sehr schön und einfach da entlang nähen. Hier ist wieder meine Seitennaht. Und dadurch, damit das nicht zu dick wird, jetzt liegt ja meine Tasche in diese Richtung mit den ganzen Nähten, jetzt lege ich diese Naht genau in die Gegenrichtung, nämlich nach hinten. Die Tasche liegt nach vorne. Diese Naht, die von oben kommt, die ich auch beim Ärmel schon nach hinten gelegt hatte, liegt jetzt auch nach hinten. Dadurch wird das alles nicht so dick und passt einfach. Und da schaue ich wieder zu meinem mittleren Knips, den ich mir gemacht habe, die Markierung. Und schließe diese ganze Taillennaht. Das ist jetzt wieder meine Seitennaht vom Oberteil. Die lege ich zum Rücken zu. Und hier ist mein Taschenbeutel, der liegt nach vorne. Wie gesagt, dann werden diese Nähte nicht ganz so dick. Jetzt gehe ich einmal damit noch an die Overlock, kändel das noch ab. Und damit habe ich dann alles an der Overlock gemacht. Und wir machen das Kleid dann gleich fertig. So, der Rock ist dran genäht. Ist abgekändelt, also versäubert mit der Overlock. Jetzt nehme ich den Rock und schiebe den in das Oberteil rein, weil jetzt muss ich hier für meinen Tunnel die nächste Naht nähen. Ich nähe auf dem Oberteil, Rock liegt jetzt unten, habe mir einen Kantenführer gesetzt auf 3 cm und nähe jetzt einmal hier rundherum ab meiner Naht, die ich da gemacht hatte. Einfach auf 3 cm. Rock habe ich nach unten gelegt, weil der wieder, wie gesagt, etwas Weite hat. Und die Weite lässt sich unten immer durch den Transporteur besser einhalten, als wenn ich sie oben drauf liegen habe. Immer wieder schön drehen. Wenn er jetzt hier an die Tasche kommt, darauf achten, dass er die nicht umschlagt aus Versehen oder falsch festnäht. So drunter schieben, dass das alle Nähte schön glatt da liegen.
und einfach komplett, bis er wieder auf eure 3 cm naht kommt. Und da lasse ich einfach ein paar Stiche drüber nehmen, weil das ist ja eine unsichtbare Naht. So, das ist die Vorbereitung für den Tunnel. Und der wird jetzt, diese 3 cm Naht, wird jetzt im Teil, ich weiß, es ist nicht sehr gut sichtbar, nach oben gelegt. Jetzt steppen wir nämlich hier durch, bei dem oberen Teil, weil da jetzt dann unser Gummi reingezogen wird. Das heißt, es ist eigentlich egal, von welcher Seite ihr reingeht. Ich würde sagen, vom Rockteil her, weil da habt ihr mehr Platz wie von oben her. Jetzt seht ihr auch hier die Weite schon. Und jetzt zieht ihr euch das unter, das Teil, und beginnt irgendwo bei irgendeiner Seitennaht wieder. Hier könnt ihr das auch sehen. Hier ist die Tasche wieder. Jetzt wisst ihr, wo wir sind hier. Das ist unsere Seitennaht vom Oberteil, die nach hinten liegt, und die Tasche liegt nach vorne. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr einen Kantenführer von oben habt, den könnt ihr euch auf diese Naht setzen. Oder wenn ihr das schon ziemlich genau jetzt auf 3 hier gemacht hattet, hier seht ihr meine Naht, genau 3 cm, dann weiß ich auch ungefähr, dass ich entweder ganz genau auf meiner letzten Naht hier nähen kann oder in der oberen Kante. Das kommt darauf an, wie schön ihr das glatt liegen haben möchtet. Aber was jetzt noch ganz wichtig ist, da wo wir anfangen oder auch auf der anderen Seitennaht, auf einer Seitennaht müssen wir ein kleines Loch lassen, nämlich da, wo wir unseren Gummi reinziehen werden, weil das ist dieser Gummitunnel. Ja, ich würde sagen, ich lasse das, was habe ich gesagt, hier ist der Rücken, okay, nee, ich lasse das Loch drüben, habe ich mich gerade entschieden. So, ich fange also irgendwo hier an, legt das schön glatt, aufpassen, dass ihr das nicht irgendwo übergerollt habt. Und aufpassen, dass es nicht verzieht, denn das wäre ganz schnell auch möglich. Also es muss wirklich so glatt liegen. Und auch hier wieder könnt ihr, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kriegt das so nicht hin, mit der Schablone arbeiten oder euch vorher alles schön stecken. Ja, mit dem Stecken, ihr wisst, mein Spruch, ich reiß mir ungern die ganzen Hände auf. Das tue ich oft genug im Garten, da muss ich es nicht an der Nähmaschine auch noch machen. So, jetzt komme ich an meine Seitennaht hier hin, die andere Seite. Und hier werde ich auf dem Rücken, weil hier ist ja wieder meine Tasche, Vorderteil, hier beim Rücken werde ich mir das Loch lassen. Nicht genau auf der Naht, das ist nicht clever, weil wenn man dann das durchzieht, dann stört die Naht immer. Hier lasse ich also jetzt mein Loch. Und hier fange ich einfach bei der Naht wieder an, achte wieder drauf, dass ich hier nichts überliegen habe, dass ich das wirklich gleichmäßig rausgezogen habe, dass meine Naht von der rechten Seite her auch dann sehr gut aussieht. Ist ja genauso wichtig. So, das Loch habe ich gelassen, das heißt, wenn ich jetzt hier zur Seitennaht komme, kann ich das einfach schließen. Hier wieder schön rausgezogen. Hier ist meine Naht. Kann ich auch nochmal so prüfen. Und dann nähe ich das einfach vorn zurück. So, das ist meine Taillennaht, die Tunnelnaht von der rechten Seite. Wir haben ja eben auf links durchgesteppt. Hier ist mein Loch zum Durchziehen. Also nehme ich das jetzt rum, nehme mir eine Sicherheitsnadel und ziehe meinen Gummi ein. Durchgezogen,
kann ich ihn jetzt zusammennähen. Ich hatte mir schon ungefähr meine Weite gemessen gehabt. Ansonsten durch das Loch kommt man ja auch immer wieder bei. Und da kann man den auch zu jeder Zeit einfach ein bisschen enger noch nähen, je nachdem, wie man das möchte. Aber ich lasse mir das gerne erstmal ein bisschen weiter grundsätzlich bei Gummis, die ich mache. Und die lasse aber immer das Loch auf einfach, denn das sieht man ja auf der rechten Seite sowieso nicht. So, jetzt nähen wir zuallererst, bevor wir das anprobieren, die Ärmel um, den Armsaum. Dafür habe ich jetzt das Teil schon auf rechts gedreht, hatte mir schon so ein bisschen einen Bruch reingebügelt, denn ich möchte nur einen ganz kleinen Saum daran haben und nähe auch genau durch meine Overlocknaht durch, weil dann ist diese schön gehalten dann gleichmäßig. Denn man kommt manchmal mit dem Ring oder mit irgendwas dran, dann wollen die sich gerne aufziehen. Aber wenn ich da direkt durchnähe, dann gebe ich dem ein bisschen Halt der Naht noch zusätzlich. Ne? Hier nähe ich einfach ein paar Stiche drüber und mache genau das gleiche bei dem anderen Ärmel. Wie gesagt, den habe ich auch schon umgebügelt. Gehe wieder in meine Naht. Ich nähe da auch gar nicht vor und zurück, weil ich, wenn ich von der anderen Seite wieder rumkomme, einfach noch mal ein paar Stiche drüber nähe. Das ist immer vom Anfang her. Das muss ich noch versäubern dann. Deshalb ziehe ich das auch vorher raus, damit ich es nicht festnähe. Und nähe einfach über meine Naht drüber. Damit habe ich jetzt schon beide Armsäume gemacht, Ärmelsäume, und jetzt geht es weiter mit dem großen Saum vom Rock. So, die letzte Naht an unserem Teilchen. Die Naht fällt auseinander, die könnt ihr auch auseinander lassen. Normal würde man die hier einschneiden, aber ich möchte nicht, dass ich irgendwelche Laufmaschen oder irgendwas bekomme. Deshalb lasse ich die einfach, dass die so rumrollen möchte. Ihr könnt gerne den Saum nur einfach rumschlagen und auch wieder durch die Overlocknaht das nähen. Aber mir gefallen Säume immer besser, wenn sie richtig versäubert, richtig sauber gemacht sind. Deshalb schlage ich 1 und dann auf 2 cm ein. Den Kantenführer habe ich mir schon auf 2 gestellt. Habe mir unten ein hellblau reingemacht, weil das nicht so beigig ist wie jetzt die anderen, wie das rote hier drin, das pinkfarbene. Da hatte ich ja beige bis jetzt drauf. Das heißt, jetzt mache ich einfach meinen Saum hier komplett einmal so rum. Ich schlage mir das ein, immer rechtwinklig, wenn ihr sowas nicht gesteckt habt. Aber noch schöner ist es natürlich für euch, wenn ihr euch das vorbügelt. Einfach. Aber es geht auch so, kann man auch so machen. 1 cm hier einschlagen, jetzt hier nochmal 2 einschlagen. Und mein Kantenführer, der führt mich ja da sowieso dran entlang, auch noch. Und dann seht ihr schon, wie schön die Naht dann da wird. Aufpassen, selbst wenn ihr es vorgebügelt habt, dass ihr das nicht verzieht. Denn das ruckzuck hat man das so verzogen in eine andere Richtung. Also immer schön rechtwinklig draufschlagen und Stück für Stück machen. Dann geht das mit ein bisschen Geduld. Mit Geduld und Spucke kriegen wir das hin. Auch hier, die lasse ich ruhig, weil sie auseinanderfallen möchte. Lasse ich auch die auseinanderfallen. Und damit haben wir schon die Hälfte des Saumes fertig. Wenn dieser Jersey natürlich noch dicker gewesen wäre, dann hätte ich ihn nur einmal so umgeschlagen. Aber der ist wirklich sehr, sehr dünn hier. Das ist kein direktes Winterkleidchen.
Das ist eher Herbst. Aber da mache ich das gerne, dass ich ihn zweimal umschlage. Der geht mir dann auch nie auf oder die Overlock-Fäden hängen mir dann nicht irgendwo rum. Das ist nicht so mein Ding. Okay, ja meine Lieben, wenn ich jetzt am Ende bin hier mit dem Saum, dann werde ich das alles noch mal ein bisschen mit Dampf bearbeiten, die ganzen Nähte. Und dann zeige ich euch natürlich das fertige Produkt. Und vielleicht habt ihr Lust, euch dieses Burda-Magazin zu holen. Oder ihr nehmt, wie gesagt, einen eventuell vorhandenen Schnitt, den ihr habt. Das muss ja nicht dieser U-Boot-Ausschnitt oben sein. Und bastelt euch einfach den Rock dann selber unten dran, weil dadurch, dass er als Rechteck geschnitten ist, ist das eigentlich überhaupt kein Thema und auch kein Problem. So, ihr seht den Saum. Er liegt schön glatt da, genau wie ich das wollte. Wie gesagt, er muss jetzt nur ein bisschen angedämpft werden. Und damit ist nähtechnisch gesehen das Kleid komplett fertig, außer ein bisschen Bügelarbeiten. Und hier so am Tisch liegen könnt ihr ja nicht sehen, wie das Ganze jetzt angezogen aussieht. Deshalb zeige ich euch das jetzt gleich mal, wie das fertig aussieht. Okay, meine Lieben, was haltet ihr davon? Habt ihr Lust auf einen Kaffeeklatsch? Das Kleid ist fertig. Wir können einen trinken gehen. Schönes Stück Kuchen essen oder irgendwas. Also, hier seht ihr dieses Burda Mini-Kleid. Ihr könnt das natürlich länger machen, wenn ihr möchtet. Das muss ja kein Mini-Kleid sein. Ihr könnt auch diese Naht, die Burda eingezeichnet hat, weiter höher setzen, wenn ihr wollt. Ehrlich gesagt, mich stört es ein bisschen, dass es so weit unterhalb der Taille liegt. Aber hier sind diese zwei schönen Schubtaschen. Ihr könnt es auch ein bisschen enger machen, wenn ihr möchtet. Aber so ist es original, wie der Schnitt es vorgibt. Okay, hier seht ihr den schönen U-Boot-Ausschnitt, der natürlich hier weitergeführt wird, ist klar. Und ich habe das in diesem bunten Teilchen gemacht. Ihr könnt das Üdi machen. Überlegt euch, wenn es euch gefällt, in welchem Stoff ihr es machen möchtet. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.